Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Amiibo Tournament. Man sieht wieder die normale Aufstellung. Ich werde gleich natürlich noch randomisen, wer wann gegen wen kämpft. Ich gehe ohne Spirits rein und werde deswegen vermutlich scheitern. So, ich gucke weg bei der Auslosung und bin gespannt, wer gegen wen kämpft. Oh Gott, was muss das sein? Also bei Nikros mal gegen Latias werden wir wahrscheinlich ein spannendes Match sehen. Lord Ecke gegen Bulbi, denke ich, wird relativ gut für Lord Ecke gehen. Ich gegen Günther, da ich keine Spirits habe, werde ich auseinandergenommen. Und Genocide gegen die dunkle Macht ist keine Frage. Na dann, wahrscheinlich schon eins der spannendsten Matches, wenn nicht das spannendste, direkt im ersten Kampf. Außer wir kommen zu einem Finale zwischen Nikrosma und der dunklen Macht. Wobei man sagen muss, dass man hier sieht, oh mein Gott, 100% sind schon draußen. Oh mein Gott. Was? Zero to Death. Und der Dash Dance. Die Kämpfe zwischen den beiden waren doch sonst immer so spannend. Wenn das gespiked hätte. Die Kämpfe zwischen den beiden waren doch immer so spannend. Was ist auf einmal los? Sag mal, ich schwöre euch, ich kann das Nick Schrossmann nicht abgewöhnen. Gegen mich selber macht er das gefühlt nicht. Aber gegen Amiibo macht er nichts anderes. Ich kann es ihm nicht abgewöhnen, Down Air zu spammen. Da kann ich wirklich probieren, was ich will. So, ich denke, wird langsam Zeit für einen zweiten Stock. Oh, in die falsche Richtung genockt zum Killen. Aber so nicht. Nur 37% bisher. Ja, und schon sind es 51. Aber der Kampf sieht sehr eindeutig aus. Also knapp ist was anderes. Ich glaube, so eindeutig war dieses Matchup noch nie. Von den Prozenten her sehr even, aber zwei Stocks sind halt noch der Unterschied. Oh, das war eine Back-Air und keine Down-Air, wow. Aber Nick Schossma auf über 100. Latias auf den legendären Prozent. Jetzt sind die legendären weg. Jetzt muss Nick Schossma seine Chance nutzen. Aber das wird offensichtlich nicht einfach. Kann er überhaupt einen Stock ziehen? Jetzt mal im Ernst, ich weiß gar nicht, kann es sein, dass das tatsächlich der erste Free-Stock überhaupt in Amiibo-Battles wäre? Sogar als Genocide mal gegen die dunkle Macht gekämpft hat, hat er einen Stock gezogen. Wenn Latias jetzt den Kill kriegt, ich glaube legit, das ist der erste Freestock, den es in den Amiibo-Matches hier je gab. Und das in dem Duell, über das ich gerade sagte, es ist wohl das Spannendste. Als ob. Das kam unerwartet. Vielleicht wird ja Lord Ecke gegen Bulbi spannender. Auch wenn man sagen muss, dass Bulbi schon bessere Zeiten hatte. Aber kann ja alles passieren. Aber vor allem Lord Ecke ist halt wirklich gut dabei in letzter Zeit. Und man sieht auch direkt wieder einen Mini... Oh, das war schön. Ja, das ist schön gerade. Man sieht halt direkt wieder einen minimalen Vorteil. Ziemlich viele Smash-Attacks. Aber wir haben tatsächlich ein Lead von Bull. Ich bin ja schon ruhig. Aber 12% trennen die beiden nur. Ich weiß gar nicht, kann es sein, dass Lord Ecke sogar einen Typenvorteil hat? Ich glaube schon. Oh, ganz mieser Damage und das war close. Das war wirklich close.
Keiner trifft die ab, er. Also ich sag so, wir haben nicht noch einen Freestock hier, aber ich denke trotzdem, das Match ist ziemlich gelaufen, wenn da außer diese Downer hätte gelandet. Und selbst da schließe ich mich aus, dass Lord Ecke noch hätte recovern können. Oh, da ist so eine Back Air, will Bulbi nicht kassieren. Und jetzt der Boost für Lord Ecke. Oh, da hittet er. Ein guter Hit beendet das Match. Lord Ecke überlebt sowas mit seinem Extra-Jump. Jetzt mal im Ernst, Extra-Jump für ein Mario-Amiibo ist echt gut. Das empfehle ich euch allen, wenn ihr ein Mario trainieren wollt. Ich weiß nur von Ho-Oh, dass er das hat, also wäre dann halt der Spirit. Kann Bulbi Lord Ecke auf den letzten Stock bringen oder sehen wir einen Two-Stock? Lord Ecke war auf dem letzten Stock. Schöner Trade, würde ich mal sagen. Schöner Trade. Ja, gut. Bringen wir es hinter uns. Vielleicht wird es ja nicht ganz so schlimm. Also Freestock zähle ich jetzt mal nicht, wenn ich ohne Spirit mitkämpfe. Ja, das wird so ein Battle. Oh, stimmt. Wenn ich keine Spirits habe, ist der Auto-Heal für mich ja noch schlimmer. Weil ich dann nicht den nötigen Damage mache, um den irgendwie auch gescheit auszugleichen. Nein, okay, tot. Ich würde mal sagen, ich bin raus hier. Mann, ich kann nicht mal kontern und damit irgendwas versuchen hinzubekommen. Weil er die meiste Zeit grabbt. Aber auch hier sehen wir keinen Freestock. Oh, er shieldet. Was erlebt? Ich dachte kurz, ich könnte jetzt das Ultra-Comeback machen. Mich wundert es gerade nur, dass Günther keinen Downthrow gemacht hat. Jetzt mal im Ernst, hätte meine zweite Back Air nicht killen können. Das wird aber killen. Mann, ich hatte da in dem Stock gerade mehrfach eine gute Chance, tatsächlich in Führung zu gehen. Oh Gott. Also ich kann hier spielen, wie ich will, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Günther wird das nicht kopieren. Ich habe Lernen bei ihm inzwischen ausgeschaltet. Ah! Der läuft einfach langsam auf mich zu, der Junge. Oh. Nein. Keine Rücksicht auf Verluste. Ein guter Hit und ich bin tot. Und das ist ein guter Hit, das ist ein guter Hit. Mann, ich hatte da ein paar Situationen, in denen ich tatsächlich eine Chance hatte. Mich regt es gerade halt so auf, dass diese Double Back eher im zweiten Stock nicht gekillt hat. Mann. Aber naja, mit was anderem habe ich eh nicht gerechnet. Also, jetzt ist nur die Sache. Wir werden gleich ein Battle von Günther und der dunklen Macht sehen. Und dann wird die dunkle Macht gegen Lord Ecke oder Latias antreten. Das wird nämlich, glaube ich, wirklich ein spannendes Match. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Genos halt hier sogar eine bessere Chance hätte. Hallo? Was ist denn das? Ich
glaube, dass Gidos halt eine bessere Chance hätte, wenn seine Verteidigung immer noch nur auf 100 oder so und dafür sein Angriff auf 3000 wäre. Ich glaube halt, Defense bringt einem ohnehin nichts gegen diesen Amiibo. Man ist sowieso schnell genug raus. Wobei ich sagen muss, dadurch auch, dass... Oh, stimmt. Aua. Das fällt mir gerade auf. Das ist ziemlich belastend. Die dunkle Macht ist in einer sehr großen Vorteilssituation in diesem Turnier. Weil alle anderen, die noch drin sind... Ich gehe jetzt einfach schon mal davon aus, dass die das hier gewinnt. Alle anderen, die noch drin sind, das sind alle drei mit dem Grabber-Geist-Typ. Und somit alle drei... gegen die sie einen vorteiligen Geisttypen hat. Das sieht sehr nach einem Sieg für die dunkle Macht aus. Und vermutlich auch ein Turniersieg. Günthers Autoheilung zum Beispiel wird auch kaum einen Effekt haben, anders als gegen mich. Sehen wir einen Freestock oder kann... Genos halt noch einen rausschießen. Er müsste ein Up- oder F-Smash landen, aber ein Hit. Wir könnten hier den zweiten Freestock sehen. Oh, außer da kommt der Footstomp. Auch hier kein Freestock. Aber Genocide wäre ohnehin raus gewesen, aber die dunkle Macht geht lieber auf Nummer sicher. Oh. Ich will ja nichts sagen, aber wir sehen jetzt das Halbfinale zwischen Lord Ecke und Latias, das eigentlich nur entscheidet, wer im Finale gegen die dunkle Macht verliert. Das ist halt wirklich die Sache. Wir haben... Das ist auch... Stimmt, Bulbi und Nick Schossma haben beide einen Verteidiger-Typ und hatten somit... einen nachteiligen Geisttypen. Ich hatte gar keine Geister, das heißt, Günther hatte, kann man sagen, auch einen vorteiligen. Und es gab nur zwei Angreifer. Wenn irgendjemand die dunkle Macht besiegen könnte, dann wäre es vermutlich jemand mit einem... oh, hat Lord Ecke es Deed? Nein. Mit einem Verteidigungsspirit. Und das wäre eigentlich Bulbi... Bulbi würde das aber so oder so nicht schaffen. Eigentlich ist Nick Crossma wirklich der Einzige, der eine reelle Chance gegen die dunkle Macht hätte. Und dann muss man auch überlegen, wenn man jetzt nach Walross Edition Lore geht, bringt das wirklich was? Immerhin haben wir, obwohl ja okay, ist jetzt die Frage, sieht man Nick Crossma als Antagonist oder Protagonist? Oh, Latias geht in Führung gegen Lord Ecke. Das scheint ein relativ spannendes Match zu werden. Latias muss jetzt versuchen, schön Damage zu dealen, bevor sie drauf geht. Oh, das war close. Und lange wird das nicht mehr dauern. Aber zumindest 14 sehen wir. Aber das ist halt auch nicht so viel. Das kann Lord Ecke mit dem nächsten Hit ausgleichen, außer er kassiert verdammt große Kombos. Lord Ecke fällt es offensichtlich schwer, hier gescheit seine Kombos zu landen. Okay, da kam zumindest mal ein bisschen Up-Air rein. Und schon ist es wieder so gut wie even. Hier haben beide auch denselben Spirit-Type, also... Also wenn ich weiter Amiibos trainiere, ich find's schade halt, dass man diese Typen nicht im Nachhinein ändern kann, sonst würde ich alle als neutral machen. Ich habe da ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht dran gedacht bei den Amiibo. Ansonsten würde ich halt alle neutral machen, damit alle, was das angeht, ein normales Matchup haben. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel die dunkle Macht gegen Nick Crossma ja auch schon mehrfach gewonnen hat. Und das trotz einem nachteiligen Geisttypen. Aber gegen die dunkle Macht hat einmal Seemobs, als er eben noch Seemobs war, gewonnen. Mit seinem Verteidigertypen. Und mehrfach Nick Crossman mit seinem Verteidigertypen.
Darf ich eigentlich anmerken, dass wir hier gerade ein verdammt closes Match sehen. Beide fast even. Oh! Nordecke wollte für einen Spike gehen, aber kassiert stattdessen einen. Latias ist im Finale. Dieser Amiibo, das überrascht mich, dieser Yoshi hier. Der hat so eine gute Performance. Vor allem nachdem die anderen Versuche eines Yoshi-Amiibos bei mir immer verdammt schief gegangen sind. Also, wenn die dunkle Macht nicht komplett null klarkommt, dann wird das hier ein ganz schlimmes Match für Günther. Ja. Ja. Günther müsste auch mehr Projektile schmeißen, ehrlich gesagt. Warte. Oh, ich dachte kurz, die dunkle Macht wäre tot. Mich wundert es gerade irgendwie aber auch, dass Günther nicht ein Projektil wirft. Habe ich ihm das nicht extra beigebracht, unter anderem wegen der dunklen Macht? Weil ich mir halt schon vorstellen kann, dass die da nicht so gut drauf klarkommt. Stattdessen steht er da und F-smasht hier die Macht. Ja, genau so. Aber wenn die dunkle Macht halt hier einen Hit kriegt... Oh, Günther lebt. Aber allein diese Abi, die dunkle Macht, ist in einer absoluten Vorteilssituation. Versucht da noch einen ganz ekligen Spike zu bekommen. Einfach nur am Forward ehren. Günther heilt sich ein bisschen, aber auch nicht so, dass es wirklich was ausmacht. Schöne Kombo. Also ein Stocken müsste Günther hier eigentlich schon ziehen können, oder? Ja, das war klar, dass er das macht. Das kann ich ihm leider auch nicht abgewöhnen. Das klappt halt gegen meine anderen Amiibo nicht, weil die krank maschen. Aber komm, Günther, hier. Du hast noch einen weiteren Stock. Zumindest einen der dunklen Macht kriegst du ja wohl weg. Mit mehr rechne ich aber auch nicht. Also für den Win müsste hier ja das ganz kranke Comeback... Oh, ich wollte gerade sagen, die Krone rettet Günther, aber die dunkle Macht lässt das nicht so einfach durchgehen. Der Konter... Wenn die dunkle Macht halt jetzt einen starken Spike kriegt, das hittet die nicht. Okay, ein Stock weg, aber... Die dunkle Macht ist im Finale und Latias wird es sehr schwer haben. Ich denke nicht, dass wir hier eine Überraschung sehen. Die dunkle Macht wird dieses Turnier gewinnen. Eigentlich entscheidet sich sowas immer zwischen der dunklen Macht und Necrozma, weil einfach niemand außer Necrozma die dunkle Macht besiegen könnte. Oh, Günther lebt noch! Mit der Betonung auf noch! Jetzt nicht mehr. Aua! Ja, damit sehen wir ein Finale, das wir tatsächlich schon ein, zweimal hatten. Latias gegen die dunkle Macht. Wobei Latias es eben sehr, sehr schwer haben wird. Eigentlich müsste sie es hinkriegen, dass die dunkle Macht nicht einen Treffer landet. Müsste man ein Turnier machen, indem ich auf sofort zum Kampfergebnis jedes Mal drücke und gucken, ob das dann was ändert. Ob das dann eher wirklich random ist. Der Kampf beginnt genauso für Latias, wie er es nicht sollte. Immerhin 17% hat sie schon gemacht. Und hat gerade mal 160. Ja. Also, ich glaube... Ich glaube, wenn hier jetzt kein ganz krasser Upset kommt... Oh mein Gott, das war close. Da trifft der Upsmash. Sehr stark trifft der Upsmash. Und der F-Smash. Zwei Smash-Attacks und zack, 100%. 126% Lead für die dunkle Macht. Und ein guter Hit und das ist ein Stock. Und der dritte F-Smash. Die dritte Smash-Attack, der zweite F-Smash, eins war ein Up-Smash.
Oh mein Gott! Nein! Was? Jetzt darf Latias sich nicht viel treffen lassen, während die dunkle Macht unsterblich ist. Das ist halt die Sache. Eine Kombo von der dunklen Macht, zack, 85. Definitiv Killprozent. Aber Latias Performance ist echt krass. Oh! Oh mein Gott, was? Ich glaube, es war noch nie so close. Es war so knapp. Oh mein Gott, ich dachte kurz, die dunkle Macht verliert tatsächlich. Ich hätte mich ehrlich gesagt ziemlich drüber gefreut. Was für ein Finale. Was für ein Finale. Und damit ist es relativ eindeutig. Die dunkle Macht kriegt keiner besiegt. Auch nicht Latias. Oder? Wer hat denn behauptet, dass man alleine kämpfen muss? Wer sollte die dunkle Macht besiegen können, wenn nicht ihre andere Hälfte? PMD Floink joint offiziell dem Kampf. Mein 8. Amiibo, mein 7. Amiibo aus der Walross-Edition. Meta Knight, wie ihr seht. Ich habe mich für Floink entschieden, da wir erstens diesen roten Skin hier haben. Vom Gameplay ist er wahrscheinlich somit der schlechteste Amiibo, weil mein Meta Knight eben einfach nicht sonderlich gut ist. Sein Spirit-Type ist neutral, wie ich bereits angekündigt... Was war das? Die Footstomp-Kombos! Aber ich muss auch sagen, mein Meta Knight hat sich während diesem Training stark verbessert. Mein persönlicher halt, das Gameplay. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie Meta Knight jetzt spielt und ein bisschen hier diesen Amiibo. Ihr seht, ich habe mir eben auch gedacht, bei diesem Floyd kann man jetzt eben sich auch streiten. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich wäre es das Beste... Er hat gelernt, der Junge. Nur das konnte ich ihm nie abgewöhnen. Und wir sehen, kaum ist die zweite Hälfte der dunklen Macht dabei. Sieht die Schattenessenz, was ja... wenn man hier irgendwie komplett im Lore drin ist, und das bin, glaube ich, nur ich, wenn man es genau nimmt, ist die dunkle Macht ja wirklich der dunkle Rächer und die Schattenessenz zusammen. Und der Antagonist der ersten Geschichten war immer die Schattenessenz. Oh, Latias ist raus. Aber die dunkle Macht ist in einer schlechten Situation. Ich habe mir eben auch gedacht, die Meta Knight ist ein sehr passender Amiibo. Da, es ist eigentlich, ihr seht, der stellt sich in uns spam F-Smash. Das habe ich ihm nicht beigebracht. Er hat auch Fastfall, wie ihr bestimmt bereits gesehen habt. Fastfall und Waffenangriffe plus, wenn ich mich gerade nicht irre. Also Schwertangriffe. Ich habe mir gedacht, das ist eben eine gute Sache. Wie, oh, das Cape. Oh, wie in den Kirby-Spielen halt. Bei Meta Knight weiß man nie, ist er jetzt ein Protagonist oder Antagonist. Und bei Floyd, dem dunklen Rächer, ist es dasselbe. In der Walross Edition 2 war er noch der wichtigste Kämpfer im... Oh mein Gott, was? Alter, dieser Meta Knight hat von mir gelernt. War er noch der wichtigste Kämpfer gegen die Schattenessenz. Und im dritten Teil war er selber der letzte Gegner. Vor allem ab erst habe ich ihm natürlich viel beigebracht. Ich habe auch ein paar Mal die schönen Meta Knight-Kombos bekommen im Training. Und wir sehen,
wenn sich Latias mit dem dunklen Rächer selbst verbündet, hat auch die dunkle Macht keine Chance. Ich habe eigentlich gehofft, dass jemand anderes das Turnier gewinnt, damit ich Floink alleine kämpfen lassen kann, aber ich bin mir halt sehr sicher, dass er die dunkle Macht nicht besiegen würde. Deswegen hätte ich mich ziemlich gefreut, wenn Latias gewonnen hätte. Und die Back Air holt es. Mein neuer Amiibo, PMD Floink, der bereits als Carry in diesem Kampf hier markiert ist. 3 Kills und 3 Tode. Wir sehen's. Der verursachte Schaden war zwar eher auf Latias Seite, aber das war so alles, was ich hier damit showcasen wollte. Den neuen Amiibo PMD Floink. Und jetzt geh du mal hier weg. Latias, du sollst durch einen Computer ersetzt werden. Ich gehe jetzt mal meinen Meta Knight spielen. Gegen einen Charakter, gegen den die Kombos ganz machen. Andererseits, okay, ich weiß halt nicht. Ich stelle den jetzt auch auf Low Level, damit ich einfach die Kombos zeigen kann. Darum geht's mir jetzt. Ihr wisst ja auch, dass Meta Knight im Moment so mein Charakter für die Hidden Hero Challenge ist. Schöner Beginn. Ich werde jetzt eben hier in dem Kampf einfach Meta Knight zocken. Ich glaube, ich kann... Ah, schade. Die Up-Air-Strings sind das berüchtigste an Meta Knight. Er scheint gerade nicht auf den nötigen Prozenten zu sein. Oh, das wollte ich nicht. Meta Knight ist ein Charakter, bei dem habe ich das Gefühl. Der macht nicht viel Schaden, aber raushauen kann er. Auch sein F-Smash braucht zwar eine Weile, ist aber ziemlich stark. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß mit Meta Knight, das kann ich nicht verheimlichen. Das wollte ich nicht. Aber hey, funktioniert hat's. So, und jetzt muss ich langsam hier mal meine Forward Air. Schade, das war ganz schön. Man sieht, so viel Damage macht's nicht, aber. So, ich glaube, jetzt eine Dash Attack. Nein! Man beginnt diese Combo mit der Up Air String am besten durch eine Dash Attack. Merkt man vielleicht schon daran, wie oft ich die nutze. Das Cape habe ich dem Amiibo auch ziemlich beigebracht. Man sieht auch warum. Erstens finde ich, das passt zum Charakter von Floink, dem dunklen Rächer. Und zweitens ist es halt echt eine gute Attacke. So, da ist er raus. Ihr seht, meine Combo hat 23 Damage gemacht. Mann, ich krieg das auf Donkey Kong nicht. Aber das kriege ich. So ungefähr sieht das aus. Viele, die nicht so heavy sind, kann man damit auch killen. Vor allem, wenn man mit Plattformen spielt, kann man das noch höher machen und sau early killen. Ich finde zum Beginn aber auch sowas immer ganz schön. Oh, das war doch mal richtig nice. Meta Knights Neutral Air finde ich auch sehr gut. Das muss ich ehrlich sagen. Ich mag Meta Knights Down Smash deutlich lieber als den F-Smash. Weil der F-Smash ziemlich lange braucht, um rauszukommen. Und der Down-Smash, der ist ja gefühlt direkt raus, ne?
Der hat ja gar keinen Cooldown so gefühlt. Jetzt seht ihr mal, habt ihr mal kurz gesehen, wie mein Meta Knight Gameplay so aussieht inzwischen. Sah nicht so toll aus wie im Training teilweise, aber zumindest diese eine Combo muss man mir lassen. 63% gab's für die. Und jetzt nochmal zum Abschluss auf den Amiibo. Ich habe mir eben die Zeit genommen, ich hatte eigentlich irgendwann mal gesagt, ich trainiere den erst, sobald ich fertig bin mit der Hidden Hero Challenge, aber das könnte halt noch einige Zeit dauern, habe ich mir gedacht. Ja, und ich wollte einfach nicht so lange warten, außerdem, ich habe halt Geburtstag, ich feiere, habe gesagt, meinen Freunden, die sollen mir... Oh, gebt euch das! Hier, gebt euch den! Ich hab mein... Hallo? Sein... man merkt das vielleicht. Geister haben ja auch noch so, Personality-Traits, wie zum Beispiel fast alle, Amiibo haben aggressiv bei mir. Günther hat das inzwischen nicht mehr. Die bekommen auf Level 50 auch immer schon einen zugeteilt, den man aber noch ändern kann. Bei diesem Amiibo habe ich den nicht geändert. Denn ich finde, schnell ist sehr gut für den... Man sieht, denke ich, auch, der nimmt mich hops. Taggen kann er auch. Ich habe ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass dieser Amiibo deutlich schlechter wird. Auch unter anderem, es gibt ja tatsächlich Amiibo-Tierlists nach der KI sortiert. Und Meta Knight ist da irgendwie im E oder sogar F, ich weiß gerade gar nicht. Ihr gebt euch das, der macht einfach diese Combo. Und er hat gedownsmashed. Der hat gar keinen Bock, der Junge. Das war nicht gut von mir. Jetzt mal im Ernst, der nimmt mich gerade komplett hops. Ich habe noch gar nicht Meta Knight Ditto mit ihm gemacht, nachdem ich ihn voll trainiert hatte, aber... obwohl ich wegen den Spirits gleiche Werte habe, nimmt er mich vollkommen hops. So, das Cape. Ich muss eine Dash Attack landen. Nicht du, ich! Meta Knight's Dash Attack ist einfach so ein krasses Combo-Tool. Das muss man diesem Amiibo nicht sagen. Oh, was? Junge! Dieser Amiibo! Der nimmt mich gerade hops. Wir lassen ihn gleich nochmal gegen irgendeinen anderen Amiibo kämpfen. Zum kompletten Abschluss des Videos. Ich hoffe, dass ich es noch hinkriege. Ihm beizubringen, low zu recovern und nicht immer über die Kante hinaus zu schießen. Apropos drüber hinaus schießen, was dieses Ditto hier angeht, ist der Amiibo ein bisschen arg übers Ziel hinausgeschossen. Ja, wenn ich so mache, kann ich es ihm schlecht verlieren lassen. Ich hab ja mal gar keine Schnitte. Ich muss aufpassen. Ich muss definitiv aufpassen. Beide ein bisschen zu hoch, aber er noch höher als ich. Nein, wir haben beide den Downsmash gemacht. Oh, er dodged, footstompt mich. Jawohl. Reversal. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Ne? Streng dich doch mal ein bisschen an! Wenn du das gewinnen willst, solltest du langsam mal einen Kill kriegen. Er wird mich so dash attacken wollen. Stimmt, Grabben habe ich ein-, zweimal gemacht.
Digga, der Combo damit! Jetzt mal im Ernst, Metalhead ist ohnehin ein sackschneller Charakter. Aber wenn er noch Fastfall und eine schnelle Persönlichkeit hat, der ist dann nicht mehr zu stoppen. Oh, der F-Smash landet. Das Gute ist, dass die Up-Air nicht killt. Ein JB Two-Stock. Falls irgendwer nicht weiß, was das heißt, JB, das sagt man halt, wenn es auf 0% ist. Das ist so, dann sozusagen, ja, Two-Stock, aber kann man auch fast als Three-Stock sehen. Deswegen ist das, was man im Competitive, wo man auf Three-Stock spielt, garantiert nicht haben will, ein JB Four-Stock. Das hieße, dass man dem Gegner keinen Schaden macht. So, ich mach mal hier. Welchen Amiibo wollen wir in den Kampf schicken gegen ihn? Vom Typen her ist es egal, die dunkle Macht nehmen wir nicht. Probieren wir es mal mit. Das könnte schon sehr schwer für Freund werden. Aber das ist ein Duell der Rivalen. Da kann keiner was sagen. Oh Gott, ich habe Five Stock drin. Das könnte zu lange dauern. Wir haben hier auf jeden Fall ein Duell der Rivalen. Der greift gefühlt nicht an gerade. Oh, das war aber ein Hit. Oh, hätte das gelandet. Also Edgeguarden ist auf jeden Fall eine der Stärken dieses Amiibo. Er stellt sich hin, macht mehrere F-Smash, das schafft ein Necrozma zurück. Oh, schöne Back-Air. Das ist mir schon aufgefallen. Das passiert ziemlich oft, dass der Amiibo nach sowas noch weiter auf Stage geht und so den Eindruck macht, als würde er noch mal drauf gehen wollen, aber dann dreht er wieder um. Oh, die Back-Air landet. Führung. Das wäre schon echt nicht bad, wenn in seinem ersten richtigen Amiibo-Match dieser Amiibo gleich gegen Necrozma gewinnen würde. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Bowser auf der Amiibo-Tierlist alleine das S-Plus-Tier ausmacht. Die Sache ist die, man könnte jetzt sagen, ja, Necrozma hat halt keine Erfahrung gegen Metanite. Aber andersrum ist es nicht anders. Ich habe Floink einmal gegen meinen K-Rool, also nicht den Amiibo, sondern wirklich gegen mich mit K-Rool kämpfen lassen. Ansonsten nur Metanite gegen Metanite. Das heißt, was das angeht, beide haben keine Erfahrung. Und ich bin echt mal gespannt, wie das ausgeht. Die Abi-Offensiv ist schon echt strong. Ich finde es gut, dass der die nutzt. Kann es sein, dass der Angriff von Floink ein bisschen... Sache ist die, irgendwie der Tabu-Spirit, den ich gefüttert habe, der war, glaube ich, echt arg strong. Zumindest als ich dann Subgeister reingetan habe, war es nicht möglich, dass nicht beide Werte sinken. Schöner Edgeguard-Versuch. Jetzt ist aber auf jeden Fall Vorsicht geboten im Moment. Schöne Forward Air. Oh, in den Up Smash. Man darf sich halt nicht von diesem Müll da treffen lassen, den der Junge so gerne macht. Und tot. Nein. Er wurde nicht von der Down Air gehittet. Beide sind ziemlich auf Kill-Prozent. Oh, das hat aber Floink. Oh, Necrozma. Kein Wunder, dass Floink den gar nicht mag. Aber könnt ihr... Oh, Even! Könnt ihr euch bitte ein bisschen beeilen? Die High Recovery hätte Necrozma punishen können. Schön ein paar Prozente. Sache ist die, Necrozma macht deutlich mehr Damage. Oh, schöner F-Smash. Oh! Der Edgeguard! Der Edgeguard! Kann wirklich mein neuer Amiibo im ersten Duell gegen Necrozma gewinnen, der im 1v1 einer meiner stärksten Amiibo ist? Seine Niederlagen sind, wenn sie da sind, hauptsächlich durch seinen
Geisttyp, der gegen sowohl Günther als auch Lord Ecke als auch Latias im Nachteil ist. Ich dachte, er geht auf noch eine Up-Air. Oh. Die beiden sollen sich bitte beeilen. Irgendwie 3 Minuten oder so macht mein Handy noch mit. Was? Der fängt einfach mit der einen kleinen Up-Air da, die Down-Air von Nick Crossma. Und es sieht sehr gut für Floink aus. Oh. Hätte das gehittet. Ganz seltsame Interaktion gerade. Ein guter Hit. Und das Match ist zu Ende. Two-Stock. Two-Stock für Floink. Was für ein Kampf. Dieser neue Amiibo könnte deutlich stärker werden, als ich es dachte. Wenn ihr Gameplay von ihm nicht verpassen wollt, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr Amiibo-Videos sehen wollt, die ohnehin kommen werden, egal ob ihr es macht oder nicht, lel. Aber dann verpasst ihr keine mehr, wenn ihr abonniert. Wir sehen uns, bis dann und ciao mit V.